The trident. The bow and arrow. The axe. The great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You too. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. Not a casualty of war. Don't! Howdy, folks. Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfiersk. Okay, geschafft. Diesmal wirklich. Hast du gut hinbekommen unter diesen Umständen. Was ist denn das? Kein wirkliches Kampftraining. Ah. Ein wenig impulsiv. Läufst du über das Feld wie eine Irre? Du solltest lernen, was schnelles, kontrolliertes Schießen bedeutet. Okay. Und dann trägst du auch noch Rot bei einem Dschungelkampf. Ich meine, ernsthaft? Eine Kiste. Im Seebett. So nah dran. Ergibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld. So wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, dass hier seine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen. Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen.
Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ich halte die Augen offen. Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ah, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da. Es ist ruhig. Unberührt. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Löffelliste. Fahr doch hin, wenn wir hier fertig sind. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Ich schaue mich nur kurz um. Tu, was du tun musst. Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ich halte die Augen offen. Also dann. Mal rüber.
darum auch einfach. Ja, was haben wir denn hier? Noch ein Andenken für meine Sammlung. Schon einen. In der Kiste. Was aufgespürt? Ja, da ist doch was. Okay. Ich schaue mich nur kurz um. Tu, was du tun musst. Okay, dann mal los. Deine Brüder und Schwestern warten schon auf dich. Hast du was? Ein wenig Glück hatte ich. Gut gemacht.
Wo ist die Marke, die du gefunden hast? Ich habe sie in einem sicheren Ort versteckt. Hast du Asaf davon erzählt? Nein. Irgendwie muss sich dieser Job doch für mich lohnen. Er wird wütend sein, wenn er davon erfährt. Im Moment bist du die einzige Person, die davon weiß. Also... Okay. War der Boss schon da? Früher oder später wird er schon kommen. Er muss viele Orte abklappern. Ich bin aufgeregt, das ist alles. Die Statue ist ein wichtiger Fund. Denkst du, sie ist sehr wertvoll? Das hoffe ich doch für uns. Was? Okay. Scheiße! Hier! Du kommst hier nicht weg! Was zum... Hier hat's einen erwischt! Seid vorsichtig! Sucht alles genau ab! Wunderbar. Hier ist nichts. Bei dir? Moment mal. Aufpassen. Hier hat es noch einen erwischt. Wir wissen, dass du da bist. Hm.
Okay, alles sauber. Bist du ja. Wer's findet, dem gehört's. Ich hab noch eine von diesen Statuen gefunden. Hier ist es nicht mehr sicher. Schau da oben. Parashuramas Bogen. Zum Glück bin ich den Turm hochgeklettert. Was? Also, Parashama.
Parashurama. Parashurama. Wer war das gleich? Okay. Sechster Avatar des Gottes Vishnu und ein furchtloser Krieger. Von Shiva selbst in den Kampfkünsten ausgebildet. Aber erst nach Eroberung der Welt, um Shiva von seinem Wert zu überzeugen. Und ich dachte, mein Training war hart. Hey, Lust auf ein bisschen Sightseeing? Bin direkt hinter dir. Noch einmal mit Schmackes. Los geht's. Hey, ich kümmere mich um das hier. Okay. Also, kümmere dich. Geschehen. Wohin gehen wir jetzt? Hoch. Wir gehen nach oben. Hätte ich nur meine Handschuhe dabei. Oh. Toll. Endlich raus aus dem Drecksloch. Ich habe befürchtet, der Boss sei ein Schwätzer. Pass auf, was du... Hey, wer ist da? Das ist Razor! Geschafft. Alles okay. Haben die anderen bestimmt gehört. Kann man nichts machen. Komm schon. Da, auf dem Berg! Da kommen die anderen! Okay, alles in Ordnung. Waren bestimmt nicht die Letzten. Das war ein großer Laster da draußen. Wir halten die Augen offen. Wäre besser. Sonst fallen wir noch von einer Klippe. Du hast also doch Sinn für Humor.
Ich wäre Asaf lieber einen Schritt voraus gewesen. Ist jetzt eben so. Außerdem zählt nur, wer es beendet, nicht wer anfängt. Guter Punkt. Siehst du das? Sieht wie noch ein Wasserhahn aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Ja, über die Treppe. Mir nach. Oben sind noch ein paar. Die wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Echt gut. Da drüben bei diesen Umständen. Wie kannst du so entspannt sein? Hast du die Schüsse nicht gehört? Hab ich. Du machst dir zu viele Sorgen. Unsere Brüder wurden von Asaf persönlich trainiert. Ich entsichere mal lieber mein Gebiet. Meins ist immer entsichert.